verzeihen Sie, da fällt mir gerade ein, das ist mir jetzt äußerst unangenehm. Da fällt mir ja gerade ein, um Gottes Willen. Ich vergaß ja völlig am Anfang, mich zu verbeugen. Das ist mir jetzt aber dann doch mal unangenehm, wie die Schweizer immer sagen. Ja, Sie hatten ja vor einiger Zeit auch allen Grund dazu. Jedenfalls, ich vergaß ja, es ist für mich immer eine große Ehre, meine Damen und Herren, mich vor so viel Schicksal verbeugen zu dürfen. Nein, wirklich, ich habe ja schon frühzeitig damit begonnen. Ich zum Beispiel habe schon als Kind regelrechte, und zwar ohne direkte Aufforderung, das Verbeugen üben müssen. Ich habe zum Beispiel als Kind oft mit dem Kopf auf dem Erdboden gelegen, und zwar bewusst. Ich habe mich schon als Kind bewusst vor allen möglichen und unmöglichen Personen der Neuzeit verneigt, gleich welchen Ranges, gleich welcher Religion, Standes oder Alters oder Geschlechtes. Ich habe auch nie lange überlegt, ob ich mich nur zum Beispiel bei diesem verbeugen soll und bei jenem nicht. Ich habe mich immer vor jenem ebenso verneigt wie vor diesem. Es ist für mich bis auf den heutigen Tag nie eine Frage gewesen, mich zum Beispiel vor Schnecken und Regenwürmern restlos zu verbeugen, restlos. Oder mich zu entschuldigen. Auf einem schmalen Pfad, wenn man einer Schnecke begegnet, entschuldigt man sich. Das ist für mich nie eine Frage gewesen. Bei alten Bäumen und ebenso bei jungen Müttern habe ich jeweils eine besondere Verbeugung gemacht. Nämlich genau die, die der romanischen Höflichkeitskultur zuzuschreiben ist, das ist die, die Sie ja vielleicht kennen, bei der man den rechten Arm leicht durch die Luft gehen lässt. Im Gegensatz zu der, die der germanischen Gerechtigkeitskultur entspringt, nämlich die, die man bekanntlich als altdeutschen Diener bezeichnet, den wir ja alle kennen, mach schön dein Diener, mach schön dein Diener, mach schön dein Diener. Der altdeutsche Diener ist vielleicht an Gradlinigkeit, lässt da nichts zu wünschen übrig, aber ist ja doch eigentlich ein eingetrichterter Diener, nicht wahr? Ein Diener, der jahrelang eingetrichtert wird, von oben herab, von klein auf eingetrichtert wird, der überhaupt zu nichts führt, ein gefährlicher Diener. Nein, 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 nein. Ich habe mich schon im Mutterleib zur romanischen Höflichkeitsverneigung hingezogen gefühlt. Die, wie schon gesagt, beim den rechten Arm leicht durch die Luft gehen lässt. Ganz leicht, ganz leicht. Während der altdeutsche Diener, den der germanische Gerechtigkeitsmensch pflegt, ja in den meisten Fällen nur ein kalter, korrekter Hutabnehmerzwang ist, ist doch die romanische Höflichkeitsverbeugung, wie sage ich immer, eine artistisch-philosophische Art und Weise, eine Mischung aus Religio, Ironie, Musik und Elend. Also geeignet, jedwedem gegenüber eine platonische Freundschaft anzubieten, jedwedem gegenüber. Jedwedem gegenüber. Während die germanische Hutabnehmergesellschaft, die ja eine durch und durch kopflose Gesellschaft ist, sich meist nichts mehr zu sagen hat, sich auch gar nichts mehr sagen will und es meist bei einem schnellen, sauberen Diener belässt, gibt der romanische Höflichkeitsmensch allen Formen und Gästen bis hin zum dialogischen Tanz. Ist nicht von mir, ist von Erich Fromm. Bis zum dialogischen Tanz freies Geleit. Gebildete Personen der Neuzeit halten allerdings immer diesen dialogischen Tanz für unecht, falsch und verwahrlost, während sie ausreichend immer den sauberen Diener für echt, richtig und diszipliniert betrachten. Während sie den sauberen Diener für ehrlich, geradeaus und vor allen Dingen, Lieblingswort von mir, vor allen Dingen für offen halten. Offen, offen, offen! Halten Sie alle den romanisch-lateinischen Höflichkeitsgestus für verlogen, krumm und heuchlerisch. Aber das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil. Der germanische Gerechtigkeitsfanatiker hat doch zum Beispiel bekanntlich das Kopfabschlagen sanktioniert, ne? Ja, während der romanische Höflichkeitsartist den Kopf bis zum Erdboden senkt, aber dadurch den Kopf oben behält und überlebt. Der germanische Gerechtigkeitsradikalist hat zum Beispiel das Wort Säuberung erfunden, wie wir alle wissen, während der romanische Höflichkeitsspieler den Dreck der Welt auf sich nimmt. Während der germanische Gerechtigkeitsprogrammatiker weltanschauungssüchtig ist, ist der romanische Höflichkeitsrelativist menschen- und lebenssüchtig. Ist der germanische Gerechtigkeitsmaschinist an Rohheit und sogenanntem Durchsetzungsvermögen, übrigens ein hochinteressantes Wort, müssen Sie mal sonntags zwischen, müssen Sie nicht, aber kann ich Ihnen nur empfehlen, sonntags zwischen Suppe und Braten so mal genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Durchsetzungsvermögen. Das ist der reine Wahnsinn. Sonntags zwischen Suppe und Braten. Wissen Sie, Hubert hat so gar kein Durchsetzungsvermögen. Wir könnten schon viel weiter sein, viel weiter, wenn er sich ein bisschen besser durchsetzen könnte. Viel weiter. Die deutsche Sprache ist unbestechlich. Durchsetzungsvermögen. Ist der germanische Gerechtigkeitsmaschinist an Rohheit und sogenanntem Durchsetzungsvermögen nicht zu übertreffen, ist der romanische Höflichkeitssünder an Schwäche und Demut nicht zu überbieten. Das Gefährliche ist halt nur immer, dass das alles den meisten gebildeten Personen der Neuzeit absolut nicht verständlich zu machen ist, während der germanische Gerechtigkeitsbesitzer ein Hab und Gut auf das andere Hab und Gut türmt,
Hatte romanische Höflichkeitshabe nicht seinen Reichtum in Leib und Seele eingebettet. Wenngleich auch oft zugegeben nicht wenig von einer lateinisch-metaphysischen Schlitzohrigkeit befallen ist. Zugegeben, gerne zugegeben. Wie eine antike Krankheit, wie ein stoisches Karussell. Während der germanische Gerechtigkeitsmensch nicht daran denkt, sich zu verborgen. Und wenn, dann aus krankhaftem Gehorsam. Verneigen wir romanischen Höflichkeitskinder uns selbstbewusst und selbstironisch, denn wir sind Phantasten des Herrn und bedanken uns sogar. Wir bedanken uns regelrecht für die wenigen Stunden in dieser Neuzeit, in denen wir uns haben formulieren dürfen, in denen wir spielerisch haben existieren dürfen. Wir bedanken uns für die wenigen Stunden, in denen wir unsere Pflichten haben erfüllen dürfen und in denen wir auch durch allzu tiefe Verbeugungen sehr oft unsere Rechte haben vergessen dürfen. Für die wenigen Stunden in dieser Neuzeit, in denen wir unsere Schwächen zu einem Kunststück machen dürfen. Welch ein Abend, welch ein erlesenes Publikum. Ich sehe die großartigsten Geister der Neuzeit vor mir. Biologen und Geschichtsspekulanten, Genetikingenieure, Kunsthändler und Korruptionsengel, Verhaltensforscher und Glücksritter. Viele sitzen Jahrzehnte betäubt im eigenen Kreis, machen Pläne, handeln mit Plastik, doch keiner genaues nicht weiß, außer Verfolgung, Folter und zeitgenössischer Sklaverei, Beweisstück aus offenem Mund, der tiefgefrorene Schrei. Selbst der Nomade im schmutzigen Alltagszelt zieht seine struppigen Kinder durch unsere gemütskranke Welt, wechselt Pferde und Plätze, kennt jeden Horizont, lange und breit, und reitet von Leben zu Leben bis zur Unkenntlichkeit.